Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte in Thüringen. Wir spielen aktuell Feld Nummer. Ja. Neben 48. Und wir werden jetzt noch sehen, dass wir jetzt noch aktuell Wohnkoppel kämpfen auf Feld 12. 12 nicht, 60. Und dann neuen Traktor, der ist noch ein bisschen dabei. Zwei Fahrzeuge brauchen wir länger. Ich habe den Traktor getauscht, weil der andere hat von der Lenkung her Probleme gehabt, immer blockiert, rückwärts fahren. Und das muss man nicht antun. So eine Arbeit mit Flügen, da muss man allein gehen. Jetzt haben wir einen zweiten noch genommen. Mein Gewicht ankommen. Das stellt diese weit zurück. Was macht der Händler denn da? Weiß er, dass ich dich ran will? Da kommt er verkehrt rum. Wenn wir uns eilig haben, dann wird den. Ein bisschen umschubsen wir noch. Steht fast richtig, aber halt zu richtig. Könnte jetzt was werden. So, da haben wir Glück. Und 17er wäre der Traktor jetzt geflogen. Aber jetzt fahren wir schnell zum Hof, zum Auffüllen. Ein bisschen Pflanzenschutz rein. Gut Deutsch Gift fürs Unkraut. Unkraut wird bekämpft. Insekten und so dergleichen. Naja, ist in dem Sinn nicht vorgesehen. Also wäre auch mal Arbeitsaufwand sehr, sehr aufwendig. Unkraut zu, naja, darzustellen sind eine Pilzbefall und ja, Insektenbefall, also Schädlingsbefall dergleichen ist, glaube ich, noch nicht, ist hier noch nicht vorgesehen. Ob das überhaupt machbar wäre, das ist die andere Frage. Wenn ja, wäre das sehr, sehr zeitaufwendig. Man müsste ja jedes extra fahren oder zumindest eine Mischung haben im Prinzip. Aber ob dann zur gleichen Zeit Unkraut und der Insektenbefall da ist, ist die andere Frage. Beim Mais gibt es halt den Maiszügler, der neuerdings verstärkt auftritt. Aufgrund der Tatsache, dass viele auf Biogas umstellen und viel Mais anbauen, auf praktisch Monokultur. Und immer wieder Mais. Und das auf Dauer ist es für den Schädling super, wenn er jedes Jahr seine Pflanze zur Verfügung findet. Das trifft den Rapskäfer zu, den schwarzen irgendwie. Da gibt es auch noch einen. Beim Getreide ist es das Mutterkorn. Aber wie genau da bekämpft wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie mehrmals im Prozess bekämpfen müssen. Weil der Düngerstreuer sieht schon ganz gut aus. Er kommt gut voran. Der ist jetzt aktuell, Dünger ist noch bei 42%, das sieht gut aus, müsste fast reichen. Der andere macht gerade die zweite Runde, oder hat die eine Runde geschafft. Deswegen haben wir einen zweiten gekauft, weil einfach zu viel ist, für zwei Felder, die er noch machen muss. Also das Problem ist halt auch, dass es irgendwann so schnell wächst, dass wir dann nicht hinterherkommen. Und der Verlust wäre bei Unkraut enorm, auf 20% minus, und bei Dünger auch noch extrem viel, ne? Also es wäre
zu merken, Anführungszeichen. Also wenn wir jetzt die Felder haben, das heißt auf gut Deutsch, wir müssen jetzt die Schulen sonst daran. So, das dauert eine Weile. Kann man das mal anders machen? Fahren wir den mal zurück oder wir kaufen den gleich? Ich weiß noch nicht genau. Weil die ganzen Fahrzeuge damit nicht gehen, den verkaufen wir. Da fahren wir nicht zum Händler, das ist viel zu aufwendig. Die Zeit haben wir nicht. Da haben wir die guten Fahrzeuge normalerweise. Da haben wir haben diese beiden, die kann man sehr gut noch für Ackerbau nehmen, umrüsten entsprechend. Der geht für den Ackerbau, der würde auch gehen. Der hat 348, der geht auch. Ja, wir brauchen den nicht mehr. Können wir ein bisschen. Gut, müssen wir laufen, aber wir laufen nicht. Das machen wir später, da haben wir jetzt ein bisschen Stress. Den Deutz haben wir auch noch da. Das ist, also wir haben genug Fahrzeuge. Gewicht, Traktor. Der braucht noch ein, das Hüb noch, hat noch viel, viel drin noch. 3000, oh, könnte reichen. Fahren wir den mal zurück. Während der andere sich gerade noch auffüllt. Das ist ja das Ganze, das braucht ja ein bisschen, um aufgefüllt wird. Machen wir Licht an. Wahrscheinlich werden wir hier nochmal Schub verkaufen. Aber erstmal ist wichtig, dass wir die Felder in Gang kriegen. Also der nächste muss gepflügt werden und dann muss können beide gekalkt werden. Also Bäume wachsen auch schön. Geht Licht an, ist gut. Da mal hin. Also wie er sie hat, meine Wendung. Er hat noch 10 Minuten reingerechnet. Auf dem Stich. Ich habe keinen Zeit gefunden. Voll in der Zeit hat einfach so geklappt. Jetzt wird das nicht mehr. Ich weiß nicht genau, wie lang und wie kurz die Folge war. Aber der fährt besser rückwärts, denke ich mal, weil er lenkt ja nur vorne. Hat ja in dem Sinne Vorteile. Weil dann muss der Computer nicht entsprechen oder das Programm das nicht mitberechnen. Besser Rennrad ist ja auch nicht schlecht. Aber der ist ja genau Anschlag. Das sind eher das Problem dabei. Jetzt können wir rückwärts fahren. Hier kann man sehen, dass er rückwärts fahren eindeutig besser klarkommt. Weil er kann, muss ja nur vorne lenken und nicht hinten. Also ist ja, ich habe schon Probleme mit rückwärts fahren mit anderen Fahrzeugen gehabt. Sehr, sehr umständlich in Anführungszeichen. Das muss ich gleich machen.
Also der Abwehrattack ein bisschen laut. So, Dünger und so machen wir noch nicht. Kalk auch noch nicht. Wieso macht er nicht voll? War das Geld alle? Ja, Schweinerei. Ja, das ist nicht lustig. Wollte eigentlich voll sein. So, meine Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, ich komme mit voll nächste kurz. Und seid mal schön in den Gewinkel. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.